Hey Leute, was geht? Kahn hier mit Nina, hallo! Und wir werden heute zusammen Minecraft spielen. Ja, also ihr wisst ja, ich bin kein Experte. Also werde ich auch hier keinen Anspruch erheben zu sagen, ey, ich kann das super gut und ich bringe dir das jetzt bei. Gar nicht. Aber Nina kann das absolut gar nicht. Ich habe das noch nie gespielt. Deswegen wollen wir heute mal eine Folge mit Nina machen. Es wird ein wahnwitziges Experiment, glaube ich. Ja. Ich bin mal gespannt, was Kahn mir hier überhaupt zeigen kann also, bei dem Spiel. Also, wir erstellen jetzt erstmal deine Welt. Ninas Welt. Ninas Welt. So, hier können wir ein paar Weltoptionen dann auch machen, wie zum Beispiel Cheats machen wir mal an. Ne? Bonustruhe an. Das passt soweit alles. Welttyp Standard lassen wir auch. Mhm. Wir machen den Überlebensmodus. Oh nein. Wo ich schon gefühlt bei 54 Parts, 55 Parts, 55 Mal gestorben bin. Okay. Also wenn du stirbst, ist das jetzt nichts Besonderes. Beste Voraussetzung, würde ich sagen. Ja, genau. So, wir erstellen die Welt. So, und dann will ich von dir heute, dass du versuchst, einen Gegenstand zu craften. Okay. Egal was. Wie? Egal was muss ich tun? Okay, ich spiele das mit der Maus, richtig? Ja. Und dann? Wie komme ich vorwärts? Gute Frage. Wie kommst du vorwärts, Nina? Also ich hätte jetzt hier den Richtungstasten. Ja, aber Gamer wissen, dass das nicht... Ist das hier... Genau, WASD. Okay, ich wüsste was. Okay. Oh, da bin ich runtergefallen. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier irgendwo, wo ein See ist. Mhm. Ich brauche ja wahrscheinlich verschiedene Materialien. Das ist um korrekt. Irgendwas herzustellen. Das ist korrekt. Okay, soweit habe ich es schon verstanden. Okay, da ist das mein Arm, den ich da sehe, dieses rote? Ja, genau, das ist dein Arm. Okay. Sonst können wir auch kurz die Sicht ändern, so siehst du aus. Das ist mein Skin, den ich habe, aber das ist ja nicht so wichtig. Okay. Ja, also, da kannst du auch Darth Vader sein oder wer auch immer. Okay, und wenn ich hier sterben kann, dann kommen wahrscheinlich auch irgendwelche Gegner irgendwie hier, oder? Ja, die kommen aber erst nachts. Oder in Höhlen, also da, wo es dunkel ist. Okay. Die Zombies und viele Monster, da hast du deine Bonustruhe, die solltest du mal öffnen, weil da sind ein paar Sachen da. Muss ich das irgendwie zerschlagen oder so? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist ein Schwein! Richtig. Kann ich das töten? Ja, probier's doch. Kann ich das essen? Ah, nicht, dass die Schweine mich auch töten können. Nee. Ein Schaf. Ich glaube, ich kann nichts machen irgendwie damit. Ich muss trotzdem die Truhe erstmal öffnen. Versuch die Truhe erstmal zu öffnen. Wie oft muss ich dagegen hauen? Was muss ich da machen? Hilf mir doch mal. Du musst dreimal drumherum laufen. Ach Quatsch. Doch, dreimal. Ernsthaft? Eins. Zwei. Oh. Ja, nein, du darfst nicht auf die Truhe kommen. Das zählt nicht? Nee, du musst dreimal richtig rumlaufen. Da kriegst du ja einen Drehwurm drin. Oh nein, ich bin schon wieder. Du darfst nicht zu. Ich gehe da nicht so nah ran, okay? Genau. Ja, so ist gut. Aber das ist schneller. Du darfst eigentlich nicht stehen bleiben. Ich glaube, dann lässt sich die Plastik nicht öffnen. Ah! Guck mal, ich kann doch nicht mal die Steuerung. Ah! Also das ist halt, weil ja Cheats an sind, ne, ist das so ein Cheat dann, um die Truhe aufzubekommen. Wie kriegt man die sonst auf? Ist die jetzt schon auf? Nee, sonst musst du vorher noch ein paar andere Gegenstände. Es gibt so einen Dietrich hier. Okay. Den musst du craften und dann kannst du die Truhe öffnen. Ich bin doch jetzt schon 5-mal oder so rumgelaufen. Ich bin auch nicht gegengelaufen. Das ist doch Quatsch, Kahn. Genau, geh mal zur Truhe. So, du hast ja auf der Maus zwei... Ach so. Ah, so. Oh, Fisch, das hatte ich bisher noch nie, glaube ich. Was ist denn jetzt da drin? Ja, da siehst du ja, was in der Truhe drin ist. Ach so, viel ist da drin? Ja, genau. Ich hätte eine Sache oder sowas jetzt gedacht. Okay. So, das ist dein Inventar, was du dir auswählen oder was du dir mitschleppen kannst. Einmal die hier unten und die hier oben. Okay. Mit Doppelklick auf das hier. Dann hast du alle sozusagen schneller Doppelklick. Ein bisschen schneller. Noch schneller. Ja, genau so. Dann hast du halt alle schon direkt gesammelt. Ah, das habe ich aber auch erst vor kurzem rausgefunden. Also genau. Drei Kartoffeln? Nee, das sind ist Brot. So. Schwarz. Schwarz-Eichenholz. Achso. So. Hier bekommst du das in dein Inventar. Du musst das also hier runterziehen. Genau, okay. Und da ablegen. Genau. Okay. Und du siehst, du hast auch eine Holzaxt, die dir was bringt. Ja. Und du hast auch eine Holzspitzhacke. Okay. So. Okay. Hier steht ja noch irgendwie, okay, Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsschaden. Also ich habe Holzbretter, Lachs, eine Holzaxt, Brot, richtig, Schwarzeichenholz und eine Holzspitzhacke. Genau, so. Mit E gehst du wieder hier raus aus diesem Menü. Okay. Also hätte ich da gar nicht drum rumlaufen müssen. Natürlich nicht. Habe ich mir gleich gedacht.
So, um diese Dinge in deine Hand zu bekommen, musst du dir natürlich wieder, da drückst du wieder auf E. Mit E kommst du immer ins Inventar. Okay. Ne? Diese Dinger hier hinziehen. Das sind die, die du sozusagen in deiner Hand dann halten kannst. Okay. Ne? Und, genau. Mein Werkzeug. Genau. Jetzt kannst du wieder zum Beispiel auf E drücken. Ne? Und wenn du jetzt hier mit auf der Maus hier so rumherum machst, dann siehst du, kannst du das auch weg. Sonst kannst du auch mit 1 oder 2, 3, 4, 5, 6, ne? Okay. Siehst du hier unten. Das Meine Aufgabe ist, irgendwas zu craften. Genau. So, okay. Ich brauche ja noch irgendein. Ich habe ja Holz, aber Holzwerkzeuge bringen ja nichts. Das heißt, ich müsste ja irgendeine Art von Material finden oder Element. Das wird schon wieder viel, viel zu speziell. Ja, sag. Womit ich was herstellen kann. Irgendeine Art von Werkzeug oder irgendwas. Ja, du hast doch ein Werkzeug jetzt. Ja. Ja. Okay, aber das ist ja Holz. Ja, ist egal. Es gibt auch Holzsachen. Kann ich irgendwas mit den Holzbrettern machen und der. Kannst du? Du kannst mit der. Es ist ja eine Holzaxt. So, ja. Mit einer Axt. Da kann ich ja fällen. Genau. Bäume fällen. Genau. Okay. Dann. Du kannst das rein theoretisch auch das mit deiner Hand machen, aber die Geschwindigkeit ist dann halt. Kann ich den Baum jetzt so schon fällen? Du kannst jetzt zum Beispiel mit der Hand, geh mal, die Blätter kannst du da wegmachen. Du musst halt halten. Ne, also ach so. Genau so. Ah, okay. So. Und auch, du könntest jetzt hier sozusagen auch mit deiner Hand das Ding fällen, aber das dauert halt sehr, sehr lange. Deswegen musst du das mit der Axt am besten machen. Ich das geht halt schnell. Ich hab die Axt schon ausgewählt, oder? Nee, du hast sie ja nicht in der Hand da. Ach so. So, jetzt hast du sie in der Hand. Okay. Jetzt und das geht halt schneller. Genau. Siehst du, und da fällt dann ein bisschen was ab. Ah. Das sind die Ressourcen der Minecraft-Welt. Ach so, und das muss ich einsammeln? Genau, einfach drüber laufen. Genau. Aha. Okay, jetzt habe ich Holz. Yes. Okay, ich könnte ja mir einen Bogen oder so vielleicht irgendwas machen. Ja, Bogen ist noch ein bisschen zu früh. Vielleicht dafür brauchst du Fäden und alles drum und dran. Okay, was besteht denn noch aus Holz, ist die Frage. Erstmal Holzbretter. Du kannst ja eine Werkbank machen. Und du musst dir Folgendes vorstellen. Okay. Dieses Fenster hier, ne, das ist halt zum Craften da. Das oben rechts mit Handwerk. Und hier musst du sozusagen die Formen nachstellen, die du haben möchtest. Das heißt, wie zum Beispiel ein Stock aussieht. Mhm. Wie würde ein Stock aussehen? In diesem Feld hier, in diesen vier Feldern. Einfach nur so ein Genau. Und so sieht das dann auch aus, dementsprechend. Na, das können wir zum Beispiel mal testen. Nimm mal hier zum Beispiel die Dinger. Ja. Und jetzt packt mal eins da rein und eins da rein. Genau, mit Rechtsklick lässt du einen immer ab. Genau, so siehst du. Dann daraus, durch zwei Holzbretter kannst du vier Stöcker craften. So. Okay. Du legst das zum Beispiel jetzt wieder hier ab und kannst das dann aufnehmen und die zwei Holzbretter verschwinden. Ah. Verstehst du? Okay. Okay, gut. Eine Werkbank lässt sich folgendermaßen machen. Du nimmst diese Dinger hier und packst alles voll. Dann hast du eine Werkbank. Die Werkbank ist ganz, ganz wichtig bei Minecraft, habe ich gelernt. Denn nur so kannst du halt viele Sachen machen. Zum Beispiel ein Schwert oder andere Gegenstände. Okay. Wie zum Beispiel eine Holzaxt. So, und da, das nimmst du dir. Genau. Und dann hast du auch eine Werkbank. So. Ja, cool. Mach dich doch mal auf die Suche nach Stein vielleicht. Stein? Okay. Also du bist ja jetzt hier im Wald und sowas alles, ne? Vielleicht. Da muss ich ja in irgendeine Mine. Und die Welt ist unendlich, musst du wissen, ne? Ja, ja, das also, habe ich schon mal gehört. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals dieses Spiel spiele. Ich habe schon mal Piglet Panic gespielt, da sind auch diese Schweine. Mhm. Da muss man aber nichts craften oder so, da muss man nur seine Schweine in Sicherheit bringen. Auch wichtig. Habe ich auch hier auf dem Kanal gemacht übrigens, könnt ihr mal reinschauen. Muss ich mir auch irgendwas fällen, wenn ich nicht weiterkomme oder so? Eine Mine ist doch bestimmt irgendwo hier tief. Kann ich ins Wasser gehen oder ertrinke ich da? Du kannst ins Wasser gehen. Aber ab irgendwann ertrinkst du auch. Guck mal, da ist sogar Eisen. Wo? Da, das siehst du? Das ist braune. Das genau, das ist Eisen. Aber das Ding ist, das Eisen kannst du nicht abbauen, dafür brauchst du halt eine Steinspitzhacke. Du kannst aber Stein abbauen mit Holz, das geht. Okay. Also Eisen ist eine neue Stufe. Ist das hier Stein? Ja, kannst du ja mal testen. Du kannst das ja abbauen und dann gucken, kannst du ja immer nachgucken, was das ist. Das wird dir ja angezeigt dann. Hier, warte mal. Das hier. Andesit ist das. Was ist das? Ja, irgendein Stein. Irgendein Stein. Ja. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Und jetzt hast du natürlich... Oh, 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 oh. Wie kommst du jetzt hoch? Hilfe! Leertaste. Leertaste! Gedrückt halten. Und jetzt auch nach vorne schwimmen am besten. Oh. Zum Glück hat er mir noch geholfen, sonst wäre ich jetzt hier ertrunken. Während ich... Du musst auch ein bisschen nach links.
Oh mein Gott! Ja, genau, jetzt da hoch. Gedrückt halten. Ja. Ah, okay. So. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Komm, das ist ja langweilig. Das war schon der erste Schock hier gerade. Okay. Da oben brennt es. Die Spinne! Aber warum brennt er? Muss ich die Spinne? Ach, da ist Lava. Ja, ich würde vor der Spinne auf jeden Fall abhauen, falls sie jetzt nicht hinter mir ist. Kann ich Lava auch abbauen? Kann ich damit nichts machen? Nein. Da brennst du wohl. So Vulkangestein wäre doch mal was Cooles. So. So, du hast jetzt. Warte mal kurz, ich glaube. Krieg ich irgendwie mehr Lebensenergie, wenn ich was esse oder so? Nee, aber ich frag mich gerade. Nee, die muss hier weg. Genau, du hast das hier als Rüstung genommen und das passt natürlich nicht. Wie habe ich das gemacht? Zu viel. Ja, du hast irgendwas, ich glaube Z oder so, irgendwas gedrückt oder Y, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mach erstmal weiter. Okay, ich habe ja immer nichts gecraftet, ne? Außer genau. Diese Werkbank, das zählt aber nicht, ne? Genau. Du kannst ja mit Hilfe der Werkbank kannst du dann gleich was kann ich jetzt mit dem Stein machen überhaupt? Kannst ja mal gucken. Aber ein Stein reicht meistens nicht. Ich würde an deiner Stelle... eigentlich wieder zurück, oder? Ne, cool, du hast ja überall irgendwas, ne? Kannst ja mal in diese Richtung gehen. Hier, da ist doch auch Stein. Ja. So, und langsam wird es dunkel, ne? Nein! Ne, das ist Sand. Achso, das ist Sand? Mhm. Ich dachte, das sei Stein. Nee, das ist Sand. Das ist Stein. Das sieht ja Stein aus. Das sieht ja echt irgendwie sehr ähnlich aus. Aber das könnte auch Kieselstein sein gerade. Ne, du kommst nur über einen Block hoch sozusagen. Achso. Fall ich jetzt hier rein? Ja, aber du kannst ja schwimmen. Hey, ich bin. Das ist doch schon wieder. Das ist auch nichts, ne? Das ist Sand wieder. Achso. Und das ist Erde. Das bringt mir nichts? Nee, nur zum Bauen halt, ne? Aber zum Abbauen sozusagen jetzt als für eine Waffe oder so? Ich habe Angst. Ich möchte nicht, dass es dunkel wird. Kann man nur tagsüber spielen? Warum kann ich hier nicht hoch? Kann ich mich hier verstecken? Kannst du wahrscheinlich. Wird aber ein bisschen langweilig. Das ist egal, ich muss es überleben, Leute. Ich möchte nicht. Und das dauert aber dann 10 Minuten die Nacht. Oh. Wieso geht das nicht, Kahn? Du bist unter dem Baum. Wie willst du denn unter dem Baum da weg? Oh. Du kannst auch rüberschwimmen. Ja, genau. Ist das der Mond? Mhm. Sieht ein bisschen der komisch ist aber eckig. Aus. Ja, wie alles bei Minecraft. Das sind nämlich an so ultra alte Spiele. Das war alte Computerspiele. Oh, das brennt immer noch. Ja, weil da Lava, glaube ich, unten. Kann ich jemandem mit dem Hammer oder was ich hier gerade in der Hand habe, eins verplätten, wenn der mich angreift? Ja, natürlich. Da unten ist ein Zombie. Ah! Mach weg. Sind die schnell, die Zombies, oder sind die langsam? Ja, eigentlich langsam. Aber ich meine, langsam ist relativ. Ich muss mich erstmal umgucken, ob hier noch jemand ist. Die verfolgen einen aber auch, oder? Ja, bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal. Na, wenn die dich nicht mehr sehen, wenn du aus ihrem Sichtfeld bist, Blickwinkel, okay. Blickwinkel, aus ihrem Sichtfeld bist, Blickfeld bist, dann verfolgen sie dich eigentlich nicht mehr. Kann ich hier sterben, wenn ich runterfalle? Da nicht, nein. Okay. Da ein bisschen. Hier geht's rein oder so. Kann ich da was abbauen oder so? Nicht mit einem Holzstück, was du in der Hand hast. Dafür musst du schon Werkzeug nehmen. Holzspitzhacke? Ja, genau. Dafür ist das Ding zum Beispiel geeignet. So, und siehst du, jetzt kannst du halt Stein abbauen. Muss ich auch mal schlafen, oder? Kannst du. Damit überlebst du halt die Nacht. Aber dafür musst du dir erstmal ein Bett machen. Oh. Für ein Bett brauchst du ein Schaf. Das ist ja hier voll Survival, ey. Ja, genau. Ja, es ist ja auch Überlebensmodus, Nina. Hat schon seinen Sinn und Zweck hier. Genau. So, wie viele muss ich denn davon? Oh, ich dachte gerade, da sei schon jemand. Ich habe mich erschrocken von meiner eigenen Waffe. Kennt ihr das nicht, wenn ihr Angst vor eurem eigenen Schatten habt? Was war das für ein Geräusch? Das war ein Zombie. Kommt der jetzt hier? Weiß ich nicht. Zum Glück kann er mich nur von vorne angreifen. Oh nein! Ich habe voll Angst! Das ist ja schlimmer als bei Slenderman. Nimm mal die Dinger, nimm mal die Kopfhörer. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Nee, dann höre ich das doch. Ja, genau. Ich höre bis jetzt nur Wasser. Vielleicht gehst du ein bisschen raus. Geh mal raus aus der Höhle. Das macht so keinen Spaß. Nein, ich höre das. Ich möchte das gar nicht hören. Doch, geh raus. Ah! Ins Wasser können sie zum Beispiel nicht kommen. Na, aber im Wasser. Hier. Da sind die. Obwohl, doch, die können schwimmen. Oh nein! Ah!
Ich mach mir in die Hose. Oh Mann. Hilfe. Ich bin total langsam. Ja, du musst auch gedrückt halten. Ach so. Der sprintet dadurch nicht. Oh mein Gott. Also muss ich ja nicht mehr springen. Das war mir echt wieder zu den Nerven aufreibend hier. Ich springe die ganze Zeit aus der Panik. Ja, einfach mal ein bisschen Sand abbauen. Um die Panik ein bisschen loszuwerden. Stress abbauen. Wo sind die? Oh. Okay, ich höre sie auch nicht mehr. Das heißt, sie sind nicht mehr da, ne? Ja, eigentlich nicht. Also wenn du sie nicht hörst, dann sind sie eigentlich auch nicht in deiner Nähe. Ist das immer noch hier Sand? Nee, ist Stein. Das ist auch wieder ein komischer Stein. Aber kein besonderer, sage ich mal. Okay. So, du kannst dir ja mal gleich versuchen, ein Steinschwert zu machen, um dich zu verteidigen. Ja, wie geht das? Ja, dafür musst du auf jeden Fall deine Werkbank rausholen und die irgendwo hinlegen. Dafür packst du sie hier unten rein. Mhm. Genau. So. Und jetzt musst du sie irgendwo auf eine Fläche legen. Ja, aber dafür musst du sie auch auswählen. Mit Rechtsklick machst du das. Warte mal, ich kann auch das so machen, oder? Ja, zum Beispiel. So, und dann auch da wieder Rechtsklick. So, dann siehst du, dass hier ist halt ein größeres Feld. Mhm. So, wie sieht denn ein Schwert aus? Ich höre irgendwas. Ich hätte jetzt, kann ich das mit so einem Stock machen? Ja, genau. Dafür brauchst du aber einen Stock hier unten. Hier unten? Nein, 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 nein. Wieder weg damit. Wie kann ich das wegnehmen? Einfach draufklicken. Ach so. Genau. Okay. Jetzt da ablassen. Eins. Genau, das oben bitte wegnehmen. Genau, so, das kommt wieder weg komplett. So, und dann nimmst du dir einen Stein unten. Am besten den mit 11. Weil du 2 Steine brauchst, ja. Und die kommen wie ein Schwert dann da drüber. Musst du überlegen, hier der Stiel, so. Und jetzt wieder da drüber, so, und damit hast du ein Schwert. Bis ich das gecheckt habe, weißt du, da kommst du doch echt nicht drauf, ne? Ja. Vor allem, es sieht doch nicht aus wie ein Schwert. Naja, ja, okay, ja, doch, eigentlich schon, hier hast du ja den Griff, und genau, ne? Und dann, und hier kannst du wieder dein Schwert nehmen. Okay. So, genau, und jetzt drück wieder E. Okay, jetzt musst du diese Bank Schwert wieder mitnehmen? Ja, kannst du, die kannst du auch abbauen wieder einfach. Achso. Wie? Einfach abbauen, wie sonst andere so? Zeug. Ja, genau. Hä, aber dann, die ist ja gar nicht mehr mein Inventar. Das heißt, die kann ich nur einmal benutzen? Nein! Mann! Abbauen! Muss ich da draufschlagen? Ja! Abbauen, wie jeder Block auch. Alles ist abbaubar bei Minecraft. Das ist ja voll komisch. So, jetzt musst du die aber wieder aufnehmen. Und ich glaube, dir ist im Wasser gefallen. Echt? Da siehst du? Hier. Da. Ja, jetzt hast du sie wieder. Guck, jetzt ist sie auch hier. Oh, da ist irgendwas im Wasser. Ja, das tut dir nichts. So. So ein Oktopus oder so. Ich war voll verwirrt gerade. Ich dachte, ich müsste das irgendwie... So, wie wär's mal mit einem Kampf gegen Zombie? Wähl mal dein Schwert aus. Wähl mal dein Schwert aus, warte mal. Ja, da. So, jetzt gehen wir zu den Zombies. So, ein bisschen kämpfen. Ja, sehr gut. Ja, ist doch perfekt. Oh, oh. Oh, oh. Ah, das kommt von viele! Das war voll die schlechte Idee! Ah, Hilfe! Ey, du hast so einen erledigt! Du sollst dich abhauen! Ja, ich versuche zu kämpfen und gleichzeitig rückwärts zu gehen. Das ist eine gute Taktik. Das habe ich bei Earth Defense Force auch immer gemacht. So ähnlich. Das ist überhaupt nicht so ähnlich. Wie kann ich denn jetzt gegen die kämpfen? Wasser ist natürlich schwierig. Ich muss abhauen. Ich bin noch nicht gestorben, Leute. Ja, sehr gut. Ein Herzchen hast du noch. Wie kann ich das wieder auffüllen? Du musst eigentlich deinen Hunger stillen. Aber ich glaube, du hast eigentlich noch relativ links. Du müsstest am besten irgendein Tier schlachten. Och nö, ich bin doch Vegetarier. Ja. Oder du hast doch Brot. Du hast doch Brot. Du kannst Brot essen. Pack es in dein Inventar. Schnell, 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 schnell. So, und jetzt wieder auf E, wieder auf E. So, hau ab. Und dann musst du es in die Hand nehmen. Und dann mit Rechtsklick kannst du es essen. Aber die ganze Zeit halten. So, jetzt ist gut. Jetzt hast du wieder links und jetzt geht dein Leben auch wieder voll. Siehst du? Als 3, okay. Hey, sehr gut. Also ich wäre schon wahrscheinlich gestorben. Ja, ich bin einfach vor der Pro, was Minecraft angeht. Na, übelst. Ah, ich höre schon wieder irgendwelche Leute. Zombies. Ah, da unten, kommt einer, schnell weg. Ich bewege mich vielleicht zu hektisch. Ich hoffe, ich. Ach, guck mal, gleich wird es auch wieder Tag. Das heißt, deine erste Nacht hast du doch hier schön überstanden. Ich hoffe, es wird nicht. Ich hoffe, euch wird nicht schwindelig. Und die wollen mich fressen, oder was? Mhm. Vielleicht dann selber auch ein Zombie, ne? Nein, du stirbst. Wie jetzt?
Ich bin gestorben? Ja. Ich dachte, ich habe den kalt gemacht. Ja, aber hinter dir war noch einer. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ja. Nein. Und das war's. Und so funktioniert Minecraft. Ja, witzig. Ich habe mich doch gar nicht mal so schlecht eingestellt. Ja. Das erste Mal. Okay, ich hatte ja auch Hilfe. Ich hätte alleine das nicht verstanden. Muss ich mal ganz klar sagen. Ein schon kompliziertes Spiel, bis man das geschafft hat, irgendwie dahinter zu kommen. Definitiv. Also ich habe jetzt, wir haben jetzt mittlerweile, 50, 60 Minecraft-Folgen hier bei uns, spielen wir Apps and Games. Wow. Und für mich ist es immer wieder was Neues. Also jede Folge passiert irgendwie was Neues, habe ich das Gefühl. Und natürlich sterbe ich auch eigentlich jede Folge. Und das Schlimme ist, du musst wieder von neu anfangen, weil dein ganzes Inventar ist weg. Nee. Kann das man nicht speichern? Es gibt wohl, glaube ich, irgendeinen Cheat oder so. Den habe ich noch gar nicht rausgefunden, muss ich aber mal langsam. Damit ich nicht ständig in der anderen Welt... Das ist ja mies, ey. Das ist echt mies. Naja, Leute, wie hat's euch gefallen? Schreibt's in die Kommentare. Noch eine Runde mit Nina? Wieso nicht? Schreibt ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.